Was für eine Geschichte. Eine echte Achterbahn fahren und gleichzeitig auf einem Drachen reiten oder durchs Weltall fliegen. Möglich macht's diese Erfindung von Thomas Wagner, ein Professor aus Kaiserslautern, der mit seinen Studenten in Freizeitparks neue Maßstäbe setzt, dank Virtual Reality, also einer virtuellen Wirklichkeit. Mit dieser Idee ist er weltweit erfolgreich und gleich mein Gast. Und hier ist schon mal eine kleine Kostprobe fürs Sofa. Einsteigen und losfahren, soweit wie immer. Durch die Spezialbrille erleben die Fahrgäste dabei eine Reise in eine virtuelle Welt, exakt abgestimmt auf die Bewegung der Achterbahn. Es begann als ein Hochschulprojekt. Wochenlang tüftelte der Kaiserslauterer Designprofessor Thomas Wagner mit seinen Studenten an der Idee herum. Es wurde gemessen, programmiert und Probe gefahren. Immer und immer wieder. Bis klar war, die Mischung aus echter und virtueller Realität funktioniert wirklich. Der Professor gründete eine Firma. Seine Studenten wurden Angestellte und kommen inzwischen mit den weltweiten Aufträgen kaum noch hinterher. Von der fröhlichen Kinderbahn mit lustiger Wohlfühlanimation bis zum Adrenalinrausch durch dystopische Landschaften. Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Aus der Pfalz in die unendlichen Weiten der virtuellen Welt. Wow, herzlich willkommen, Thomas Wagner. Ganz schön abgefahren im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja. Sind Sie denn selber auch begeisterter Achterbahnfahrer? Ja, glaube ich, kann man so sagen. Gewissermaßen Enthusiast. Also ich fahre gerne Achterbahnen, aber das ist ein komplett neues Erlebnis. Jetzt gibt es ja diese Virtual Reality auf mittlerweile fast schon 40 Freizeitparks weltweit. Wie war denn die allererste Probefahrt, die Sie gemacht haben? Also das war ja ein Experiment. Ich wusste gar nicht, ob das überhaupt funktionieren würde und was ich meinen Studierenden, allen Menschen, die ich da verrückt gemacht habe, überhaupt zumuten würde. Und das war auf der Blue Fire im Europapark. Es war toll, dass überhaupt die Gelegenheit uns gegeben wurde, mit vielen, vielen Studierenden dann so eine Testfahrt mal durchzuführen. Und das war so. Das war lebensverändernd. Also es war so beeindruckend. Ja. Natürlich ist so eine Achterbahnfahrt immer sehr, sehr intensiv, aber in der virtuellen Welt ist es noch mal eine ganz andere Sache. Ich habe es noch nie aufgehabt. In welche Welt schicken Sie mich jetzt mal für eine kurze Probefahrt? Ja, das passt. Also das ist eine Bahn mit den Maskottchen vom Europapark. Da sehen Sie die Euromaus und Eurofant auf einem Abenteuer. Ja. Und das können Sie dort eben auch erleben. Das war auch eine der ersten Bahnen, die wir dann wirklich kommerziell Man fährt so ein bisschen dem Man kann sie aber auch überall umgucken. Ja. Weil nach vorne ist der Blick am spannendsten, glaube ich, oder? Richtig. Also Sie haben natürlich so eine 360-Grad-Sicht. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Film, der abläuft, sondern Sie können sich in alle Richtungen umfahren. Und fliegen kann ich auch auf einmal. Ja, irgendwann auf dem Drachen. Richtig. Hammer. Der gehört dazu. Geht die Tür auf? Ich hoffe es doch. Ja, ich bin draußen. Hammer! Ja. Unglaubliches Erlebnis, oder? Ja, in der Tat. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze währenddessen auch noch auf einer Achterbahn. Ja. Das ist doch völlig unmöglich, da wird mir doch sofort schlecht. Also es ist in der Tat so, dass das ein Problem der VR-Industrie ist, bei Computerspielen und so weiter. Sie sitzen zu Hause, ohne sich zu bewegen, auf einem Stuhl oder auf der Couch und sehen diese glaubhafte räumliche Bewegung. Ja, ich fahre immer noch so ein ganz kleines bisschen. Ja, und da wird einem doch schwindelig. Und das ist auch ganz normal. Ja. Allerdings liegt es eben daran, dass ihr Gleichgewichtssinn diese Bewegung nicht mitbekommt. Aber dadurch, dass wir das Video in Anführungszeichen, oder diese Welt, durch die sie fahren, genau diese Reise genau synchronisieren auf die Bewegung der Achterbahn, passt es wieder. Es ist immer noch eine Achterbahn, aber Ihnen wird eben nicht mehr schwindelig. Aber wie verrückt ist das denn, dass das Ganze eigentlich nur als Forschungsstudentenprojekt geplant war und jetzt auf einmal Big Business, also großes Geschäft? Ist total überwältigend. Also ich muss auch sagen, wir hätten das nicht geschafft, wenn wir nicht die Partner aus der Industrie gehabt hätten. Mhm. Eben der Europapark und Mack Rides, der Achterbahnhersteller, der dieses Engineering-Know-how reingebracht hat. Und wenn Michael Mack nicht gesagt hätte, okay, ich probiere das mit euch, ihr dürft mal auf meine Achterbahn, die sind ja auch groß, teuer und gefährlich. Aber das heißt, Sie und Ihre Studenten haben jetzt komplett ausgesagt, ja? Reiche Geschäftsmänner. Soweit würde ich noch nicht gehen. Wir haben aber genug zu tun. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesengeschäft und wir bringen das in die ganze Welt. Und es ist auf jeden Fall eine Sache, die total spannend ist und uns noch lange beschäftigen wird. Haben die Studenten denn ihren Abschluss noch gemacht oder sind die direkt ins Arbeitsverhältnis übergegangen? Ja, also die allermeisten sind tatsächlich Absolventen von unserem Studiengang Virtual Design an der Hochschule Kaiserslautern, wo das eben auch entstanden ist. Ja. Und die haben jetzt wirklich Personalverantwortung, die arbeiten an großen Projekten. Also es ist eben, die reden mit DC Comics oder mit Warner Brothers, wenn die eine Superman-Bahn Aber der Chef sind Sie?
Trotzdem. Ja, also ich bin der Geschäftsführer, ich darf das Ding anschieben. Und die Uni verdient ein Stück weit mit, weil ja das Patent bestimmt bei der Uni bleibt? Ja, also ich bin natürlich als Professor an der Hochschule, ist es nicht mein Patent gewesen, ja, sondern es hat erstmal der Hochschule gehört, die sich dann mit der Firma MacRights geeinigt hat. Aber wir verwerten es jetzt und ich denke, es ist eine Win-Win-Situation, denn die Hochschule und unser Studiengang hat eine tolle Sichtbarkeit. Ja. Die Studis kommen in Lohn und Brot und es ist für alle Beteiligten, also für die Familie Mack, die das mit uns eben angeschoben hat. Und für uns ist es auch ein Riesenerfolg. Also für Sie hat sich das Leben auch komplett verändert? Oder bleiben Sie noch Professor? Ja, ja, sicher. Also das ist natürlich auch eine Sache, mit Leidenschaft dann weiter zu forschen. Ja. Ich denke, da profitieren beide davon. Ich kann also die Erkenntnisse, die wir hier weiterhin auch entwickeln, in die Lehre einfließen lassen. Und da hat eben VR Coaster auch etwas davon als Unternehmen, dass da die Hochschule als so eine Sandbox da ist, genauso wie auch der Europapark für uns eine Spielwiese ist. Dazu kann man nur sagen, dann gab es auch noch den Deutschen Computerpreis für die beste Innovation. Ja, ja. Genauso kann es weitergehen und ich bin gespannt auf die nächste verrückte Idee vom Professor aus Kaiserslautern. Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg und danke sehr. Danke zum Besuch. Gerne wieder.